Für unsere neue Serie Religionsgemeinschaften im Außerfern habe ich heute einen ganz besonderen Gesprächspartner gefunden. Danke, Bischof, dass Sie Zeit haben, mit uns dieses Gespräch zu führen. Sehr gerne. Wenn ich so durch heute durchgehe, dann sehe ich die verschiedenen Kirchen. Ich sehe aber auch die Zeugen Jehovas. Ich sehe den Islam. Ist das ein Problem oder ist das eine Chance füreinander? Vielfalt zeichnet unsere Gesellschaft aus. Wir lernen, mit dieser Vielfalt, mit Pluralität zu leben. Da gehören auch Religionen dazu, nicht nur verschiedene Weltanschauungen und politische Überzeugungen, sondern eben auch die Vielfalt der Religionen. Wichtig ist, dass wir als Verantwortliche der Religion und auch natürlich jeder einzelne Gläubige, wir versuchen gut miteinander, respektvoll und gut miteinander zu leben und umzugehen, also auch gut zu kommunizieren. Auch das Interesse füreinander zu entwickeln. Und da sind wir, glaube ich, in Tirol nicht schlecht aufgestellt. Es gibt da einige Initiativen, die ich sehr begrüße. Also Dialog, interreligiöser Dialog, interreligiöse Zusammenarbeit. In Innsbruck haben wir den interreligiösen Beirat, wo verschiedenste Fragestellungen auch Thema sind. Das geht von Elementarpädagogik bis Krankenhaus, in den Schulen, im öffentlichen Leben, wenn es um Feiern geht und um Segnungen. Wie tut man denn da, wenn es mehrere Glaubensüberzeugungen gibt in einer Stadt oder im Land? Also da sind wir Lernende. Diese Vielfalt soll aber nicht heißen, dass man das eigene Profil nicht wertschätzt. Sonst, wenn ich als Bild verwenden darf, man geht zum Einkauf des Gemüses und da gibt es nur mehr ein Einheitsgemüse oder einen Brei. Das kann nicht das Ziel des Dialogs sein, sondern ein Wertschätzen des Profils der anderen Überzeugung und auch der eigenen. Und auch Mut, dazu zu stehen, aber diese Unterschiede auch gewaltfrei zu formulieren und eben gut miteinander zu kommunizieren. Letztendlich geht es auch eigentlich darum, dass die Menschen miteinander gut können, dass man den Nächsten liebt. Braucht es denn überhaupt eine Religion dazu? Das ist eine sehr interessante Frage, wozu Religion überhaupt? Ich würde sagen, gut miteinander zu leben, und da können die Religionen einen wesentlichen Beitrag leisten, das ist wichtig. Das ist natürlich ein Fokus, der für uns alle entscheidend ist, dass wir lernen, als Menschen im Lokalen und im Globalen miteinander gut umzugehen, dass niemand hinausgedrängt wird, dass die Schwächeren eine Position haben, dass nicht die eine Seite dominiert. Auf der anderen Seite, Religion ist mehr. In Religion geht es, grob gesagt, um eine Antwort auf die ganz tiefe Sehnsucht des Menschen, der fragt, was gibt es darüber hinaus, über das Materielle, über das Irdische noch? Das Herz des Menschen ist doch unruhig. Es fragt nach dem, woher komme ich eigentlich, wer bin ich, wer sind wir, was wollen wir auf dieser Welt, welchen Sinn gibt es und was wird danach folgen? Also man kann sich, wenn man etwas ruhig und nachdenklich wird, nicht einreden, dass das, was wir messen können, zu Handen haben, dass das alles ist. Der Mensch hat eine Seele. Also ein Zentrum, wo er innerlich alles zusammenfasst und von dem aus er agiert. Er hat einen Geist, der darüber hinaus fragt. Religion ist eine Antwort auf das unruhige Herz des Menschen und die ist unterschiedlich ausgefallen. Und mir ist das wichtig zu betonen, weil sonst meint man immer, na, wenn Sie gut leben, dann passt schon alles, machen wir einen Einheitsbrei daraus. Die Antworten auf diese Urfragen des Menschen schauen in den diversen Religionen unterschiedlich aus. Wenn man sich jetzt dann bei uns so die verschiedenen Religionen anschaut, wie gehören die eigentlich zusammen? Sie stellen große Fragen. Ich würde sagen, das sind, machen wir mal Großfamilien. Das ist die eine Großfamilie der polytheistischen Religionen, ursprüngliche Religionen von Naturvölkern. Nicht für jede Kraft, die es in der Natur gibt, hat man eine Gottheit benannt. Ebenso auch bei den Griechen, für alles, was Menschen bewegt, überwältigt, was sie in die Enge treibt, herausfordert, Schicksal und. Dafür ist Gott benannt worden, auch Hinduismus, typische Religion der vielen Götter, der Polytheismus. Das wäre eine Großfamilie, polytheistische Religion. Dann die Großfamilie der monotheistischen Religionen. Und das sind die drei wesentlichen zu nennen, eben Judentum, Christentum und Islam. Und die gehören auch zusammen. Denn eine Figur, die das zusammenbindet, ist Abraham,
von Gott gerufen worden. Und dieses Volk, das Gott geführt hat über hunderte von Jahren, bis hin dann das Auftreten Jesu von Nazareth und sein Versuch, dieses Volk zu sammeln. Er wollte keine Religion gründen, aber es ist eine Religion entstanden, das Christentum. Das Wesentliche des christlichen Glaubens ist diese Person Jesus von Nazareth. Der Islam, wieder einige Jahrhunderte später, ein Versuch Mohammeds, wieder die verschiedenen Religionen zu sammeln. Also das wäre die Großfamilie der monotheistischen Religionen. Und daneben Buddhismus, Lebensphilosophie, Religion, so in beiden eigentlich kann man das bezeichnen, der Entsagung, des Sich-Zurücknehmens und die weiteren asiatischen Religionen in China, in Japan. Aber das wäre mal eine große Skizze. Innerhalb des Christentums gibt es auch eine Ausdifferenzierung. Das ist nicht alles gleich. Da gibt es ja, leider kann man sagen, eine Auffaltung in Konfessionen oder vielleicht ist es auch ein Reichtum. Detto auch im Islam gibt es auch unterschiedlichste Richtungen. Der Islam hat viele Gesichter. Also nicht nur die sunnitische Tradition und die schiitische Tradition, sondern auch innerhalb dessen. Viele Gesichter des Islam sind mir persönlich sympathisch und ich habe viele Kontakte, aber es gibt auch ein aggressives, fundamentalistisches Gesicht des Islam, das wehtut und auch eine Bedrohung aktuell darstellt. Wenn auch, natürlich, wir kennen auch Fundamentalismus der christlichen Religion, also davor ist niemand gefeit. Sie haben davor von den Großfamilien gesprochen, innerhalb der christlichen Gemeinschaft gibt es auch eine Großfamilie, eigentlich sollten wir alle beieinander sein. Das war das Gebet Jesu, dass sie alle eins sein sollen, alle, die an ihn glauben, die ihn verstanden haben, die ihm nachfolgen, die in seinem Namen eben sich an Gott wenden, die zu ihm gehören, die getauft sind. Leider ist dieses Gebet, es war dringend notwendig und es hat im ersten Jahrtausend natürlich auch schon die unterschiedlichsten Entwicklungen gegeben. Man hat gerungen um die Gestalt des Glaubensbekenntnisses und das hat dann eben auch große Spaltungen gebracht. Bis hin 1054 dann die Trennung der Ostkirchen, der Ostkirchen, Plural, von der Westkirche. 1054, also Orthodoxie und westlich-lateinische Kirche. Erster großer Bruch. Aber auch schon vorher gab es unterschiedliche Richtungen. Dann die nächste große Trennung in der Reformation. Kirchen in der Reformation und die vielen, vielen Ausfaltungen, die darauf aufbauen. Später eben noch altkatholische Kirche und so weiter. Das heißt, diese christlichen Konfessionen bilden einen ganz großen Stamm eigentlich, oder sagen wir so, einen Baum, der sich so entfaltet hat, wenn man es positiv sieht. Mhm. Und wir versuchen, das positiv zu sehen. Das heißt, der Geist Gottes wirkt Unterschiedliches. Er gibt unterschiedliche Charismen, gibt Kraft auch unterschiedlich auf, dieses eine Evangelium, auf diese eine Botschaft Jesu zu reagieren, zu beantworten. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Wunde, dass wir nicht ganz eins sind. Man kann sich nicht darüber hinwegschwindeln. Wir müssen auf dem Weg sein, dass wir einmal wirklich alles auch miteinander teilen können, auch wenn es kulturelle Entfaltungen gibt. Also auch zum Beispiel die Eucharistie miteinander wieder feiern können. Aber solange es spezifisch Christsein im evangelischen Form gibt und im katholischen, orthodoxen, ist es schwierig zu sagen, im Herzstück gehören wir jetzt alle zusammen und feiern, dass man dann fragt sich, warum brauchen wir die Ausdifferenzierung. Aber Vielfalt ist eine Chance, ist etwas Wunderbares. Zugleich aber sollen wir nicht aufhören, unterwegs zu sein auf dieses Ziel Jesu hin, dass sie alle eins sein, damit die Menschen glauben können. Das ist ja das Ziel. Und das Evangelium von Jesus ist das ganz große Geschenk Gottes. Nicht Freiheit, Friede von ihnen, Herr, Versöhnung. Das ist Hereinnahme des Menschen, nicht Verurteilung. Das ist etwas total Wichtiges in unserer Zeit, dass Menschen verstehen können, was dieser Jesus gebracht hat. Was leistet die Religion dann heute eigentlich? Ja,
Auch diese Frage ist natürlich sehr pointiert. Ich würde sagen, Religion hat ein großes Potenzial. Wir besprechen jetzt, wie wir von Religion nennen, im Großen. Ne? Nämlich ein großes Friedenspotenzial beizutragen, eine Antwort zu geben auf die großen Herausforderungen. Das heißt, der Mensch lebt nicht davon, dass er möglichst gierig diese Welt ausnützt, alles an sich reißt, Ressourcen ausbeutet, den Menschen nicht wertschätzt. Es findet sich in allen Religionen in der besten Gestalt eben die Dankbarkeit für das Leben, Zugehörigkeit. Also nicht Gier als letztes Paradigma des Handelns, sondern Dankbarkeit, hören auf das, was Gott einem sagt, und auch das Gute im Nächsten zu sehen. Also ein Aufruf zum guten Handeln. Was du nicht willst, dass der andere tut, tu es eben auch nicht. Goldene Regel. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ein Gewaltpotenzial, weil es um dieses Letzte geht, das man in der Religion in allen auch hat. Das findet sich leider in der Tradition des Christentums, aktuell im Islam auch erschütternd, wie wir sehen, aber auch im Buddhismus, wie wir gesehen haben, bei Mönchen, die sehr aggressiv werden können. Aber das Friedenspotenzial in der Religion ist stärker und vor allem diese Tradition zu danken für das Leben, die Zusammengehörigkeit zu stärken, die Würde des Menschen zu stärken, das alles, was die Ursehnsucht beantwortet, gibt es da ein Plus über das hinaus, was man messen und vermessen kann, was man rechnen und berechnen kann. Und das wäre, glaube ich, Spiritualität als Überschrift für alles. Es ist ein großes Plus der Religionen für unsere Zeit.